Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute die neue Huda Beauty Foundation für euch. Ich habe Anastasia Beverly Hills Brow Freeze. Ich habe ultra viele Produkte hier, über die gerade jeder spricht. Und ich habe eine Meinung. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Und ich hoffe, ihr habt Lust auf ein neues Get Ready With Me. Wir probieren neue gehypte Produkte aus. Und ich gebe euch so ein paar Tipps und Tricks zu den Produkten, denn das ist kein First Impression, sondern das ist eine Review zu bestimmten Produkten. Außer zu Anastasia. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen die Huda Beauty Foundation gekauft und auch schon ungefähr 3 Tage getestet. Und ich habe dazu eine Meinung. Und ich glaube, das ist nicht die Meinung, die jeder hat. Aber dazu kommen wir gleich. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid und ich freue mich, dass dieses Video auch wieder in Zusammenarbeit mit Beautymates entsteht, denn das Video entsteht auf meinen Wunsch mit Beautymates. Ihr wisst ja, ich benutze die Creme von Beautymates eigentlich jeden Tag, aber vor allen Dingen in Zusammenarbeit mit der Huda Beauty Foundation passt das Ganze richtig gut. Falls ihr Beautymates noch nicht kennt, Beautymates sorgt für personalisierte Hautpflege. Ihr könnt euch beispielsweise verschiedene Booster mit im Set-Konfigurator zusammenstellen und ich habe einen Code bekommen. Der ist diesmal genauso wie Ende Dezember wieder bei 30%. Das hat euch super gut gefallen und Beautymates war so freundlich und hat mir nochmal für dieses Video 30% gegeben. Ich benutze heute 2 Produkte davon, denn ich habe die Huda Beauty Foundation schon benutzt und ich fand sie ohne Pflege, die richtig, richtig satt ist, furchtbar, sage ich ganz ehrlich. Ich habe sie aber benutzt mit der Creme und ich komme da auch gleich zu. Aber ganz kurz nochmal zu den Produkten. Bevor es weitergeht mit der Creme, fange ich jetzt an mit dem Booster. Ihr seht, ich habe hier im Porenbereich so ein paar vergrößerte Poren. Und um die wegzukriegen, nehme ich einfach so einen kleinen Tropfen hier und einen kleinen Tropfen da. Das reicht völlig aus. Ihr könnt damit schon übers komplette Gesicht gehen. Es gibt super viele verschiedene Booster. Welche für Pickel. Es gibt welche zum Exfoliaten. Also ihr habt je nachdem, was eure Haut braucht, den passenden Booster. Und im Anschluss gehe ich mit dieser Creme rüber. Das ist die für trockene Haut. Es gibt auch noch eine andere. Das ist dann diese hier mit einem hellblauen Deckel. Die ist für normale Haut. Ich empfehle euch immer die für trockene Haut, denn die ist nochmal so ein bisschen satter. Ich sage dazu immer, falls ihr mich schon ein bisschen länger kennt, dann wisst ihr das. Die ist ähnlich wie die Charlotte Tilbury Magic Cream. Ohne zusätzliche Stoffe, die nichts in der Creme zu suchen haben. Und sie zieht super, super schnell ein und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit. Schaut auf jeden Fall bei Beautymates mal vorbei. Ihr setzt euch die Links einmal unten in die Infobox. Ihr seht sofort, wie schön prall meine Haut aussieht. Und das ist der Grund, warum ich diese Creme, nur diese Creme, vor der Huda Beauty Foundation benutzen möchte. Ich habe die ganze Foundation schon getestet, ungefähr 3 Tage lang und mit vielen verschiedenen Sachen. Einmal natürlich mit der Beautymates Creme. Ich habe sie auch schon mit der Magic Cream benutzt, funktioniert auch ganz gut, kostet aber ungefähr das Vierfache von dieser hier. Ihr kennt mich, Freunde. So ein bisschen Team Günstmaus ist immer noch da. Ich lasse die Creme einmal ganz kurz so ein bisschen einziehen. Ihr seht sofort, die Haut wird so ein bisschen praller, ein bisschen straffer. Bei 30% Rabatt, das ist nicht normal bei Beautymates. Normalerweise habe ich immer einen 20% Rabattcode. Schaut unbedingt vorbei. Ich setze euch das unten in die Infobox. Packt euch einen Booster mit dazu, falls ihr Pickel oder Unreinheiten habt. Oder wirklich so vergrößerte Poren, wie ich jetzt hier beispielsweise habe. Und dann machen wir auch weiter mit der Foundation. Ich habe sie nämlich in 2 verschiedenen Farben gekauft. Einmal in der Farbe Custard und einmal in der Farbe Toasted Coconut. Die 240 und die 220. Kleine Review dazu. Also erstmal kam ich gar nicht mit den Swatches zurecht, denn irgendwie sahen die alle gleich aus, aber dann doch nicht mehr. Und ich dachte, dass zum Beispiel die Farbe Toasted Coconut viel, viel pinker ist, als wie sie jetzt ist. Das heißt, ich habe 2 Foundations, die nicht passen. Ihr kennt mich, Freunde. Wir kriegen das hin. Die Creme ist einmal schön eingezogen und sieht auch wirklich sehr, sehr schön aus. Ich benutze heute mal die Farbe Toasted Coconut. Die ist ein bisschen heller für das, was ich eigentlich sonst brauche. Allerdings oxidiert sie so ein bisschen. Das Schöne bei der Huda Beauty Foundation jetzt ist, sie haben die Duftstoffe rausgenommen. Und das ist wirklich krass. Wer die Foundation vorher kannte, Freunde, das war wie Douglas. Douglas-Filiale, du kommst rein und bist erstmal so... Please, stop it. Hier ist jetzt kein Duftstoff mehr drin. Und was wirklich krass ist, die riecht nicht mal nach Foundation. Also sie riecht wirklich nach gar nichts. Nach gar nichts, nix. Du riechst wirklich einfach gar nichts. Und das ist bemerkenswert. Ich habe nämlich noch ein anderes Produkt und dazu kommen wir gleich.
Also duftstoffmäßig super, dass sie das rausgenommen haben. Was ich nicht so schön finde, ist das Packaging. Die Foundation kostet 30, 40, 50 € und dafür fühlt sich das schon sehr, sehr günstig an. Also das ist wirklich Plastik. Der Pumpkopf selber ist Plastik und das fühlt sich günstiger an als die 3 € Foundation von Revival. Klingt alles total negativ. Sie sieht geil aus. Ich sag's vorher schon mal. Spoiler-Alarm. Sie sieht gut aus, wenn man die richtige Pflege mit runter benutzt hat. Packaging ist ein bisschen günstig. Ich finde auch den Pumpkopf ein bisschen schwierig. Aber das ist eine Foundation, die wirklich den ganzen Tag halten soll. Sie tut's. Review, sie tut's wirklich ganz gut. Ich arbeite mir die gerne mit einem Pinsel ein, denn ihr braucht davon nicht viel. Das ist ganz krass. Sie ist sehr, 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 sehr dickflüssig. Also ihr seht, sie läuft meine Hand eigentlich nicht runter. Und ich nehme mir so einen Pinsel und arbeite das schon mal so ein bisschen in den Pinsel mit ein. Die trocknet ein bisschen runter und verändert dann ganz leicht die Farbe. Nicht doll, aber doch schon so, dass man es ein bisschen sieht. Also sie wird ein bisschen pinker. Schaut mal, wie schnell ich die Foundation verteilen lassen kann, wenn ich die mit einem Pinsel einarbeite. Ich habe es probiert mit einem Schwamm. Das finde ich ist ein bisschen schwierig, weil sie sehr, sehr dickflüssig ist. Natürlich saugt der Schwamm dann nicht so viel Produkt auf, aber ich finde, mit einem Pinsel geht es auch. Und dann kann man am Ende auch immer noch mit dem Schwamm rübergehen. Ihr seht, farblich, ne? Es ist so ein bisschen schwieriger. Das ist jetzt aber auch die dunklere schon. Also ich habe sie noch einmal heller gekauft, weil ich wirklich gedacht habe, ey, damit, das ist zu dunkel. Ich hole euch mal ein Stückchen heran, damit ihr das ganze Spektakel im Gesicht einmal sehen könnt. Ich gehe jetzt hier einmal noch mal ganz kurz mit dem Spiegel lang. Also man sieht schon so ein paar Strokes und ich glaube, ihr seht im Vergleich zu anderen Foundations, die ihr von mir kennt, das ist Full Coverage. Also das ist einer der deckendsten Foundations, die ich habe und das ist bei mir zumindest auch eine der mattesten Foundations. Beachtet bitte, ich habe natürlich jetzt die sehr, sehr dicke Pflege von Beauty Mates drunter. Ansonsten ist das Ganze wesentlich trockener im Gesicht. Ihr braucht eine richtig, richtig gute Pflege darunter, wenn ihr normale Haut habt. Wenn ihr trockene Haut habt, am besten ein Eimer Olivenöl, Kopf rein und wieder raus. Dann sieht das fantastisch aus. Man muss das aber wissen, ne? Also das ist keine Foundation, finde ich, wo man sagt, die knall ich mir ins Gesicht, fertig, sieht gut aus. Da muss man schon so ein bisschen testen und das habe ich gemacht. Ich finde, das ist immer ganz wichtig bei so Foundation Reviews, dass man so ein bisschen gucken kann, okay, wie kriegt man das hin? Die Deckkraft ist fantastisch. Das Finish auf der Haut ist auch nicht schlecht, ne? Also das ist eher matt, Full Coverage, aber mit ein bisschen Highlighter und ein bisschen Glow funktioniert das sehr, sehr gut. Wenn ihr noch mehr Deckkraft haben wollt, dann könnt ihr den Schwamm nehmen. Ich benutze dafür auch meinen eigenen Schwamm und habe den nicht extra nochmal nass gemacht. Also das ist jetzt die Feuchtigkeit von gestern Nachmittag. Da habe ich mich nochmal neu geschminkt. Und dadurch kann man das dann ganz gut verteilen. Das ist dann eher ein bisschen härter. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich mag es gerne, wenn es nicht ganz so weich ist. Und so sieht das Ergebnis einmal eingeblendet aus. Das Finish ist schon krass, ne? Das ist Full Coverage. Es sieht schon aus wie Haut. Also sie beschreiben es selber als Full Coverage, Flawless Finish, Luminous Matte. Das kommt schon so ein bisschen durch. Also so ein bisschen Lichtreflexion ist in der Foundation mit drin. Durch die Feuchtigkeit von eben, aber noch ein bisschen mehr. Ich finde, so sieht das Ganze sehr, sehr gut aus. Ich persönlich mag es natürlich gebaked. Ich muss da jetzt vorsichtig mit Puder sein. Ich habe das Huda Beauty Puder gekauft und Freunde, das ist fantastisch. Ich habe es schon benutzt. Ich liebe das. Wir benutzen es auch gleich. So sieht das Ganze sehr, sehr gut aus. Wenn ihr eine trockene Haut habt, nur so, bitte benutzt kein Puder. Ihr bräuchtet theoretisch auch kein Puder. Dann hält die Foundation natürlich aber auch nicht so lange und stempelt sich natürlich auch gerne mal in der Maske ab oder so. Die Foundation soll mask-proof sein. Das funktioniert nicht. Also das ist so ein Claim. Es geht nicht, dass die Foundation mask-proof ist, weil wenn du die Maske richtig trägst, drückt die Maske auf die Nase und dann ist es an der Maske, an der Nase so ein bisschen ab. Was nicht schlimm ist. Mein Gott, ich trage die Maske auch nicht, damit mein Make-up gut aussieht. So sieht das Ganze aber schön aus. Ich mache mal weiter mit meinem Make-up und benutze jetzt einen Concealer. Das ist hier der von Revolution. Da habe ich den Stöpsel rausgemacht und Freunde, da kommt so viel noch raus. Also das ist der Team Günstmaus Move 2021. Pömpel aus Concealer nehmen und ihr habt ungefähr noch eine komplett neue Flasche Concealer dahinter. Ich lasse das Ganze mal so ein bisschen antrocknen. Und ihr seht schon auf der Stirn, ne? Also das ist schon noch so ein bisschen klebrig. Ich
muss da mit Puder rübergehen, sonst finde ich, sieht das nicht so schön aus. Unter den Augen benutzen wir das Huda Beauty Puder und das ist wirklich fantastisch. Das ist die Farbe Cupcake, die hat so einen leichten pinken Touch mit drin und das ist total krass. Mit dem Concealer, den ich ja jetzt hier benutzt habe von Revolution, der ist ja auch so ein bisschen pinker, habe ich unter den Augen das softeste Ergebnis überhaupt. Das Puder fand ich auch recht teuer. Auch hier ist das Packaging jetzt nicht so umwerfend, aber ganz ehrlich. Ich nehme dafür meinen Blendy voll, gehe da rein und das ist, schaut es euch an. Was ich dazu sagen muss, der Duft, Freunde, ist fast unerträglich. Nicht, weil er so überparfümiert ist, sondern, also das riecht so ein bisschen, ich bin sehr schlecht im Gerüche beschreiben, ihr wisst es, Freunde. Also es hat so einen leichten, ich wurde dafür schon mal gecancelt, so diesen etwas klassischeren, gut betagten Duft, den man oft in, ja, bei älteren Damen riecht. No, no tea, no shade. Aber das riecht noch so ein bisschen nach Füßen. Den Duft finde ich ganz schrecklich. Ich kann darüber hinwegsehen. Wer das nicht kann, für den ist das, glaube ich, nichts. Der verfliegt auch. Also ihr riecht jetzt nicht den ganzen Tag nach Füßen. Wow. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir lassen das Ganze einmal kurz setten und auf der Stirn nehme ich einen fluffigen Pinsel und nehme nur noch den Rest, den ich hier drin habe. Denn ich möchte diesen Skin-Effekt nicht zu sehr wegnehmen. Ich möchte aber auch, dass sie so ein bisschen gesettet ist. Und dafür ist das Puder sehr, sehr gut. Und jetzt, glaube ich, seht ihr, wie flawless das Ergebnis ist. Ich habe es ja, wie gesagt, schon ein paar Tage getragen und das Krasse ist, das sieht auch nach einer Weile noch so aus mit der richtigen Pflege drunter. Sehr, sehr matt. Das ist keine Foundation für jemand, der natürlich aussehen möchte. Dann müsst ihr ein Verhältnis von 1 zu 25 Foundation und Moisturizer nehmen, dass das irgendwie so ein bisschen natürlich wird. Das ist Maxim Giacomo in einer Foundation. Also dieser rosa Touch von dem Concealer hat auch meine Augenringe komplett ausgeglichen. Das sieht makellos aus. Deswegen bin ich so begeistert. Das klang vielleicht am Anfang eher so ein bisschen negativ, um Gottes Willen. Fantastisch. Man muss nur wissen, wie man es anwendet. Ich mache einmal ganz kurz weiter und dann kommen wir zum Anastasia Beverly Hills Highlighter. Und so sieht das Ganze einmal ein bisschen besser aus, ne? Mit ein bisschen Bronzer, ein bisschen Contouring und so ein bisschen Highlighting. Wenn ihr diese Glitzerreflexe seht, Freunde, ich habe gerade ein Reel gedreht. Das war das mit den Gänseblümchen auf Instagram. Okay, wir kommen zum Highlighter. Anastasia Beverly Hills hat einen neuen Highlighter rausgebracht. Es gab ja mal den Ambrisi Highlighter und der war so der erste Highlighter, der richtig viral gegangen ist. Oder das erste Produkt, was richtig viral gegangen ist. Da habe ich gerade mal eben so mit YouTube angefangen. Ich glaube, ein halbes Jahr später oder so. Da kam der raus. Jetzt gibt es diesen hier und das ist der Iced Out Highlighter. Ich swatche ihn euch einmal ganz kurz. Der hat so eine ganz besondere Textur hier drin. Und das ist die Farbe. Das ist im Prinzip die Farbe Sicilia bei mir. Seht ihr das? Welcher ist welcher? Das hier ist Sicilia, also dieser goldgelbe Tint. Meiner ist der obere und das ist der von Anastasia. Also der von Anastasia ist natürlich ein bisschen softer. Ich wollte damals aber auch einen Highlighter rausbringen, der sehr, sehr krass ist. Er sieht im Gesicht. Komm, ich zeige ihn euch, Freunde. Ich lade den Pinsel gut auf. Und setze mir das hier hin. Und das ist ein sehr, sehr subtiler Glow. Also man sieht kaum Glitzerpigmente. Das gibt einfach nur diesen goldenen Touch. Gibt dir dem Gesicht eine sehr, sehr schöne Bewegung, ohne übertrieben auszusehen. Also ich glaube, ihr seht das, ne? Das ist weich. Sehr, sehr weich. Ich gucke mal, dass ich euch die Produkte, die ich hier benutze, auch alle irgendwie verlinken kann. Manche gibt es noch gar nicht, glaube ich, auf dem Markt in Deutschland. Highlighter sitzt. Also wenn ihr ein bisschen Geld in die Hand nehmen wollt und meine Palette noch nicht habt, weil ihr die Farbe schön findet, dann könnt ihr euch den holen. Weil das ist sehr, sehr soft, ohne dass er glitzerig ist. Und das ist das, was viele wollen. Okay, Freunde, wir machen weiter mit den Augenbrauen. Und Anastasia hat ein Brow Freeze Produkt rausgebracht. Es gibt ja diesen Trend mit dem Got2b Haarkleber. Kleber, Haar, irgendwas. Ich vermute, dass es dasselbe ist. Das ist einfach ein komplett durchsichtiges Gel. Und ich nehme das Spoolie und wir gehen da so ein bisschen durch. Ich lade das mal ein bisschen auf. Dann bürsten wir uns das hier hoch. Bin gespannt, wie es funktioniert. Ach nee.
Schaut mal, hier ist es durchsichtig und sobald es auf der Augenbraue ist, beziehungsweise auf der Haut ist, wird es matt. Es hält extrem hoch. Schaut euch mal bitte diesen Unterschied an, ne? Okay. Das ist am Finger, wenn das warm wird, seht ihr, das seht ihr nicht, ne? Wenn man das so ein bisschen verblendet, das wird matt. Das sieht dann so ein bisschen aus wie das Bäcker-Ding. Das ist extrem klebrig. Das sollte man vielleicht vor der Foundation machen. Weil schaut mal, jetzt mischt sich das so ein bisschen mit meiner Foundation und sieht nicht so schön aus. Oh. Okay, wenn man es so ein bisschen ausblendet, also das ist schon wirklich hart, ne? Es ist wirklich hart. Das ist ja verrückt. Okay, das war ein First Impression. Also hier sieht das richtig, richtig schön aus. Ich weiß nicht, ob man das braucht. Bin ich ehrlich, ne? Also wenn man dieses Gatubi-Kleber-Ding hat, das kostet 4 €, das kriegt man nie im Leben leer. Sieht aber schön aus, ne? Das macht die Brauen halt auch sehr, sehr matt. Das mag ich persönlich ganz gerne, wenn es nicht so glitzerig ist. Ich nehme jetzt hier nochmal einen sauberen Spoolie, mehr oder weniger. Gehe hier nochmal durch und man kann immer noch durchbürsten, ne? Und die halten bombastisch. Schaut euch das ganze Ergebnis nochmal auf die Entfernung an. Also der Highlighter hat so einen leichten gelb-grünen Touch mit drin, ne? Also das ist jetzt kein Champagner, das ist gelb-grün. Passt bei meiner oliv-gelb-orange-rosa-grün-blauen Hautfarbe eigentlich ganz gut. Ich muss sagen, die Braunen gefallen mir sehr gut. Sehr natürlich, halten extrem gut. Und auch die Foundation sieht fantastisch aus. Wir starten jetzt in den Tag. Es ist jetzt 7:26 Uhr. Ich zeige euch das Ergebnis einfach nochmal so im Laufe des Tages, damit ihr das auch seht. Ich Fazit der ganzen Sache jetzt aber schon mal ist, die Foundation, wer sie kennt, wer sie mag, go for it. Ihr habt nichts damit verloren, dass die Duftstoffe draußen sind. Es sei denn, ihr mögt das. Dann nehmt ihr das Puder, dann riecht das wahrscheinlich genauso oder ihr könnt auch noch das Setting Spray mit benutzen oder so. So gefällt mir das Ergebnis sehr, sehr gut und ich werde die Foundation auch definitiv weitertragen. Allerdings immer in Kombination mit der Beauty Mates Pflege oder mit einer flüssigen Foundation, die ein bisschen Feuchtigkeit spendender ist. Beispielsweise diese hier von Revaldeloup. Damit kriegt man nochmal so ein bisschen Feuchtigkeit mit rein. Ich empfehle euch aber auf jeden Fall die Pflege von Beauty Mates. Damit könnt ihr so ein bisschen personalisiert einfach arbeiten. Wir sehen uns im Laufe des Tages aber wieder. Und ich würde sagen, bis später. So, ihr süßen Mäuse, es ist jetzt 13:45 Uhr. Ich habe mich nochmal ins Studio gesetzt. Also, Foundation sieht, wie ich es euch vorausgesagt habe, immer noch super, super gut aus. Eine Sache habe ich aber eben gesehen, als ich draußen war. Der Highlighter, also hier finde ich, im Kunstlicht geht es, ich finde ihn aber nur sehr, sehr grün. Seht ihr das? Der scheint so ein bisschen grün durch. Also ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, bei Iced Out ist er so ein kühlerer, ein bisschen bläulicher Highlighter, vielleicht ganz cool. Also wenn ihr meine Hautfarbe habt oder heller, glaube ich, ist das ein bisschen schwierig. Foundation, fantastisch. Wir sehen uns gleich. So, ihr Süßen, 18 Uhr, fix und fertig. Hab den ganzen Tag heute gedreht und gefilmt und Reels und ach, alles Mögliche. Schaut euch das einmal an. So sieht die Base aus. Ganz ehrlich, sieht aus wie heute Morgen. Also, es hat sich wirklich nichts getan. Wunder, wunderschöne Foundation. Mit der richtigen Pflege. Die letzten Tage ohne Pflege, ohne Primer, ohne Feuchtigkeit runter, war mir das persönlich ehrlich gesagt ein bisschen zu trocken und man hat das dann auch hier so an der Stirn ein bisschen gesehen. Nichts ölig geworden, unter den Augen, wunderschön, auch das Puder hat sehr gut funktioniert. Meine Augenbrauen sind immer noch in der Position, wie ich sie hingesetzt habe. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist der Highlighter. Ich mag die Farbe von dem ehrlich gesagt gar nicht. Weil der ein bisschen grüner ist, ne? Also ich habe ihn euch ja vorhin im Vergleich zu meinem Highlighter geswatcht. Da fand ich, war es ähnlich. Aber jetzt so im Laufe des Tages ist der einfach grün geworden. Und ich glaube, dass das für jemanden mit einer hellen Haut schwierig aussehen könnte. Dunkle Haut bestimmt wunderschön, aber so bei mir ist schon wirklich die Grenze. Ich bin gespannt, was ihr zu der Foundation sagt. Ich plane noch ein weiteres Video und zwar mit einem Vergleich. Eine Drogerie-Foundation, die es noch gar nicht in Deutschland gibt, die jetzt aber bald rauskommt. Ich habe sie nämlich schon gegen die Huda Beauty Foundation. Ich denke nämlich, das könnte ein richtig cooles Dupe sein. Also lasst mich das gerne wissen unten in den Kommentaren. Ich setze euch alle Links unten in die Infobox. Schaut unbedingt bei Beauty Mates vorbei. Personalisierte Hautpflege und damit sieht jede Foundation wunderschön aus. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei gewesen seid und würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Tschüss!